herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel dann am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg. Ich darf unseren Trainer Janusz Raduki schon mal begrüßen. Vorab noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir haben ja da schon relativ viel dazu auch veröffentlicht. Also wichtig ist bei der Anreise, dass alle Besucher des Heimbereichs über den Norden anreisen, also alle Heimfans über den Norden des Laubenwegs und alle Gäste über den Süden. Dann weise ich an der Stelle auch nochmal darauf hin, dass Fanutensilien des Gastvereins im Heimbereich nicht erlaubt sind. Das hat mit unserer Einlasssituation zu tun, weil beide Eingänge eben auch vom Stehplatzbereich die Eingänge sind. Ansonsten noch ein Hinweis, den ihr bitte auch an eure Kollegen in den Redaktionen weitergibt. Der Parkplatz wird nach dem Spiel eine halbe Stunde gesperrt mit der Ausfahrt. Das liegt daran, dass erstmal die Zuschauer aus dem Stadion kommen dürfen und dann die Autofahrer danach. Ja, das vorab so ein bisschen als organisatorisches. Und dann, Janusz, würde ich an dich übergeben. Ja, hallo zusammen. Also kurzes Update, was das Personal anbelangt. Nach wie vor Jürgen Czasula, der verletzt bzw. jetzt im Aufbautraining sich befindet. Dann der Marius Funk mit der Kreuzbandverletzung plus Steven Sama mit Knieprellung, die nach wie vor noch an einem Trainingsteilnahme behindert oder verhindert. Gut. Sonst alle fit. Fangen wir an mit euren Fragen. Martin Czarno, ganz vorne rechts. Herr Raduki, wie ist denn Ihre Derby-Bilanz als Spieler? Können Sie sich da noch dran erinnern? Also positiv. Also wir haben die ersten beiden Derbys damals im DFB-Pokal gewonnen, dann das erste Punktspiel gewonnen. Das Rückspiel haben wir dann leider verloren. Und in der zweiten Zweitligasaison haben wir das Hinspiel verloren und das Rückspiel dann wiederum gewonnen. Also unterm Strich gesehen eine positive Derby-Bilanz. Flo Pimmern. Ja, oder Dieter Bracke. Machen wir so. Alte Frau Schönheit. Okay. Janusz, wie sieht's aus um den Sünder Sarada? Er trainiert wieder. Ist er ein Mann für die Anfangsformation oder gehört er dem Kader überhaupt an? Also wir haben jetzt, im Augenblick haben wir 22 Feldspieler. Abzüglich den, also die jetzt im Augenblick fit sind. Zasacan hat letzte Woche jetzt erst einmal wieder in dem Testspiel gegen Erlangen mitgewirkt, hat die Woche über jetzt normal trainiert. Und jetzt werden wir sehen, jetzt haben wir heute noch Trainingseinheit, morgen und am Samstag. Und dann werden wir sehen, auf welcher Seite er sich dann befindet. Machen wir jetzt Florian Pümmer. Wissen nicht mehr? Doch. Gibt es in so einem Derby zwischen Club und Fürth, gibt es überhaupt eine Favoritenrolle, weil der eine tabellarisch gerade ein bisschen besser ist, der andere steht defensiv sehr stabil. Wie würdest du sehen? Nee, also im Derby grundsätzlich egal, ob dann der eine Erster und der andere, weiß ich, Vorletzter, Drittletzter, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist wirklich ein eigenes Spiel für sich. Und da gilt es darum, sich dann zu beweisen. Und das ist ja eigentlich das Schöne an dem Derby, dass es da wirklich alles, was war, was ist, spielt keine Rolle, sondern es geht nur einzig und allein um dieses einzige Spiel dann. Dieter. Der Club ist heimschwach, aber auswärts gehört er zu den besseren Mannschaften. Spielt dies bei deinen taktischen Erwägungen eine Rolle? Nee. Spielt keine Rolle, weil in erster Linie wollen wir schon schauen, dass wir unser Spiel durchbekommen und ob dann jetzt Nürnberg auswärts stärker ist als zu Hause, spielt jetzt in der taktischen Ausrichtung keine Rolle. Dann nehmen wir den Hörfunk mit rein, der BR. Wie schätzen Sie den Nürnberger ein? Ja, die Nürnberger haben jetzt im letzten Spiel gegen Bochum waren sie zwar optisch die feldüberlegene Mannschaft, hatten aber auch da Probleme damit, dass sie Tore erzielen. Ich glaube, das ist ähnlich, wie es bei uns in Würzburg war. Und sie sind eine sehr, sehr kompakte Mannschaft mit unheimlich vielen großen Spielern, sehr, sehr stark auf dem zweiten Ball. So, und da gilt es eben,
Maßnahmen dagegen zu ergreifen, beziehungsweise vielleicht es so hinzubekommen, dass sie eher nach uns richten müssen. Hat man jetzt bei der Trainingswoche ein bisschen mehr, noch mehr Spirit in der Mannschaft gemerkt? Also war da noch mehr Leidenschaft dabei? Sergen Sarer hat ja, glaube ich, in einem Interview gesagt, man merkt den Kampfgeist in der Mannschaft vor dem Derby ganz besonders. Haben Sie das auch bemerkt? Ja, also am ersten Trainingstag in der Woche auf jeden Fall. Also da ist schön zur Sache gegangen. Noch eine Nachfrage, und zwar gab es jetzt, glaube ich, gestern war das einen Zug, der besprüht worden ist. Da stand drauf, bevor ihr uns schwanzt, schlagen wir euch tot. Vermutlich aus der Ultraszene der Nürnberger. Was sagen Sie zu sowas, wenn Sie was lesen? Ja, das ist eben der große Unterschied zu früher. Ja, also früher wurden die Derbys wirklich auf dem Platz ausgetragen. Und es wäre schön, wenn wir auch wieder dahin kommen könnten, dass wir wirklich die Derbys auf dem Platz belassen. Ja, Manuel Mehlhorn, Bayerischer Rundfunk. Eine Frage an Sie, Herr Kästlin. Wie wird das Sicherheitskonzept im Stadion selbst aussehen? Naja, vor allem natürlich eine strikte Fantrennung der beiden Fanlager. Das heißt, dass der Heimbereich und die Heimfans von den Gästefans und den Gästefans auch getrennt ist, genauso wie das außerhalb des Stadions die Polizei verfolgt. Wir werden natürlich entsprechendes Ordnerpersonal da haben und sind beide Vereine und die Polizei in einem permanenten Austausch, um da dann ein Spiel zu gewährleisten, was tatsächlich auf dem Rasen, wie es der Trainer gerade gesagt hat, ausgetragen wird und nur da. Ansonsten wird es eine gute Stimmung bei uns geben. Gerne. Ist es für einen Trainer nicht enttäuschend, wenn seine Mannschaft gegen Hannover Bombenfußball zeigt, spielerisch stark ist und danach in den nächsten Spielen vieles einfach nicht mehr vorhanden ist? Wie ist das erklärbar? Was ist nicht vorhanden? Die spielerische gute Linie aus dem Spiel gegen Hannover. Eine rote Linie, okay. Gute. Okay. Nee, also das ist genau der Zweitliga-Fußball. Ja, also den muss man dann einfach dann auch in gewissen Situationen so annehmen. Selbstverständlich haben wir uns das vorgenommen, dass wir das gerne besser hätten machen wollen in Würzburg. So, ist uns nicht gelungen, aber Fakt ist auch, dass wir trotzdem, das kann ja jeder schimpfen, wir hatten keinen Schuss aufs Tor. Würzburg hatte 2 Schüsse aufs Tor in diesem kompletten Spiel. Und man muss sich dann schon immer schauen, wo schlage ich auf. Wenn ich in Würzburg dann aufschlage, dann kann ich jetzt dann nicht anfangen zu zaubern, weil dann tut es weh. Und nicht nur weh auf dem Platz, sondern tut es auch weh vom Ergebnis her. Ja, und ich glaube, den Versuch haben wir im Hinspiel gestartet. Und der Schuss ist extrem nach hinten losgegangen, nämlich mit dem 0-3, dass wir versucht haben, Würzburg spielerisch zu begegnen. So, und man muss sich dann schon den Gegebenheiten der zweiten Liga ein Stück weit mit anpassen, außer man hat so eine hohe individuelle Klasse, wie es der VfB Stuttgart zum Beispiel hat, der solche Situationen anders lösen könnte, das aber in Würzburg auch nicht geschafft hat. So, und dann gilt es, wie komme ich da raus aus Würzburg? Dass ich sage, ich kann das so gestalten, dass ich auch Würzburg nicht diese Möglichkeiten gebe, die sie sonst eigentlich in ihren Heimspielen vielleicht immer haben. Ja, und die hatten sie gegen uns mit Sicherheit nicht. Flo? Nochmal eingehen auf die ausbleibenden Frotzeleien eigentlich. Das war ja früher auch mal was ganz Nettes. Also, dass man sich auch mal einen Spruch über die Stadtgrenze zuwerfen hat dürfen, ohne dass da jetzt gleich Mord und Totschlag verkündet worden wäre im Umfeld. Ist das was du eigentlich das zumindest so ein bisschen vermisst? Ja, das war ja früher dann auch mal lustig, weil das war ja nicht so, dass wir uns nicht leiden konnten oder so. Man hat sie halt eben auf dem Platz bearbeitet, man hat dann auch mal einen Spruch gedrückt so, und war aber dann auch wieder mal einen Kaffee trinken. Also so ist es ja nicht. Schließlich hatte Mai Trauzeuge, da ist ja damals gegen mich auf dem Feld gestanden, ja, bei Nürnberg. Und ich als ehemaliger, also ich Vierter und er Nürnberger, aber kam ja damals eben aus der Vierterrichtung mit dem Jochen Weigel. So, und dann gab es ja dann, das Gefrotzel gab es ja dann während dem ganzen Jahr. So, und dann im Spielfeld konnte ihn aber dann mit Sicherheit nicht leiden. So, und das ist eben dann das Schöne. So, oder wenn ich die Duelle mit Michael Wiesinger, ja, das war ähnlich. Ja, auf dem Platz ist zur Sache gegangen, aber wenn man sich halt dann sonst getroffen hat, dann ist das auch wieder in Ordnung. So, aber auf dem Platz, da muss man das schon mal abhaben können, dass man da mal einen Spruch kriegt oder dass halt mal eine Situation passiert, wo es weh tut. Ja.
Aber das, ich finde, das war das Schöne an den Derbys. Ja. Martin Ferschmann. Jetzt wäre Zeit zum Frotzeln. Jetzt habe ich ja kein Gegenüber mehr. Der fehlt ja jetzt. Ist es für euch ein bisschen ein Vorteil, wenn man auf den Gegner schaut, dass es da gerade wieder rund geht? Also der Herr Schwarz wird schon wieder von außen von den Fans ins Visier genommen. Schlechter Fußball, da ist Unruhe. Kann man sowas ausnutzen, weil man ja weiß, wenn der Club das Derby in den Sand setzt, dann ist da richtig Bambule. Ja, das ist mir wirklich komplett wurscht. Also mir geht es darum, dass wir erfolgreich sind und das ist mir wichtig. Und was dann dort passiert, ist mir wurscht. Nico Gehlert. Welche Rolle spielt denn, du hast persönlich eine positive Derby-Bilanz, jetzt hat die Mannschaft auch oder der Verein eine sehr gute Derby-Bilanz, ich glaube von den letzten 9 nur 1 verloren, 5 Siege, spielt das eine Rolle für so ein Spiel? Ja, das wär, also davon können wir uns wirklich kein bisschen kaufen, also wirklich gar nichts. Und das ist halt Fußball, haben wir glaube ich schon ein paar Mal gesagt, findet einfach in der Gegenwart statt. Und für jede Mannschaft ist es da die Möglichkeit, für sich was Positives rauszuziehen mit einem Derby-Sieg, ganz einfach. Aber auch da, dahingehend, dass ich sage, ich kann, Zuschauer im Stadion, ja, das ist einfach, dass man auch mal für die Region, dass es mal wieder was Positives ist, für beide Seiten was Positives. So, und um das geht's. So, und dann hilft mir das wenig, was vor 2 Jahren, vor 8 Jahren war. Das ist völlig wurscht. Ja. Du hast ja in 1, 2, 3 Positionen die Möglichkeit zwischen Routine und Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit. Auf was setzt du da eher am Sonntag? Auf Qualität. Nee, ist so, das muss man jetzt, wie passt das am besten zusammen? Ja, und das wird dann das Entscheidende für den Sonntag sein. Und wie vorher bereits erwähnt, wir haben ja nur 3 Einheiten und da kann sie ja immer nur das eine oder andere herauskristallisieren. Letzte Woche hat sie es dann auch erst nach dem Abschlusstraining entschieden, wo ich dann nochmal umgeswitcht bin. Also von daher bin ich da jetzt noch relativ entspannt. Hat den Schano noch. Auch an Sie die Frage, was erwarten Sie für eine Art von Spiel? Im Vorfeld haben einige getippt, offenes Visier, wenig Taktik. Kann es so werden oder kann uns vielleicht sogar genau das Gegenteil blühen? Ja, also ich bin kein Hellseher. Also von der Idee her, so wie man jetzt beide Mannschaften die letzten Wochen gesehen hat, wird es, glaube ich, kein schönes Spiel werden. Es wird eben viel, viel Kampf geben. Und dann wird es eben, wie kann die jeweilige Mannschaft diese Umschaltsituation für sich nutzen? So, und dann braucht man vielleicht diesen einen Dosenöffner für ein Derby, wo man sagt, boah, jetzt läuft's. Ja, und dann kann sie daraus natürlich dieses Spiel entwickeln, was sich die Zuschauer hoffen, ja, Spiel mit offenem Visier, aber jetzt ohne taktische Zwänge, das könnte ich mir jetzt so vorab nicht vorstellen. Gut, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Kommen. Am Sonntag eine angenehme Anreise zum Stadion und angenehmes Spiel und ja, bis Sonntag.